Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Energielösung. Mein Name ist Robert und wenn ihr eine PV-Anlage in Betrieb habt und damit liebäugelt, euer Elektroauto mit reinem Solarstrom zu laden, dann habe ich heute das absolute Multitalent einer Wallbox für euch. Die MyEnergy Zappi kann so einiges und ist gerade wegen dem einfachen einstellbaren PV-Überschussladen in der Community extrem beliebt. Du solltest im Übrigen auch nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, wenn du dich für die Themen Elektromobilität, Wallboxen und Elektroautos laden interessierst. Aber legen wir jetzt einfach mal los und das am besten mit dem englischen Unternehmen MyEnergy, welches sich selbst als klein, aber stark bezeichnet und das trifft auch absolut zu. Denn das Unternehmen ist ein mittlerweile gar nicht mehr so kleines Team aus Aktivisten, Experten und Entdeckern, welches seit 2016 ein Ziel verfolgen und zwar die Welt grüner zu machen, eine umweltfreundlichere Zukunft zu schaffen und Stromkosten zu minimieren. Dabei wird besonders darauf geachtet, überschüssige Energie, die aus einer eigenen PV-Anlage stammen, in das Elektroauto zu laden. Die Produkte werden alle in einer Produktionsstätte in England unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften und ökologischen Technologien hergestellt. Und wenn du ebenfalls viel Wert darauf legst, dass dein Elektroauto so grün wie möglich geladen wird, dann bist du bei MyEnergy genau richtig. Was die MyEnergy Zappi so besonders macht, ist, dass sie echtes PV-Überschussladen kann, weil die Wallbox nämlich direkt an den Stromleitungen und am Hauseingang misst und nicht zum Beispiel an einem Wechselrichter, der uns ja auch nur darstellt, dass so und so viel Strom gerade über die PV-Anlage erzeugt wird. Aber noch lange nicht, dass es sich tatsächlich um echten Überschuss handelt. Aber vielleicht auch noch mal kurz was zu den Begriffen PV-Überschuss oder PV-Überschussladen. Jemand, der eine PV-Anlage besitzt und darüber Strom erzeugt, erhält je nach Größe der Anlage oder in Spitzenzeiten auch zu viel Strom, um ihn selbst zu nutzen. Also speisen viele diesen Strom in das öffentliche Netz ein, um hiermit den ein oder anderen Euro zu verdienen. Also ist PV-Überschuss nichts anderes als zu viel produzierter Strom, den ich mit meinem Grundverbrauch nicht komplett nutzen kann. Die MyEnergy Zappi erkennt dies und leitet den Strom um, dass er nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird, sondern direkt ins Elektroauto. Das dürfte vor allem diejenigen freuen, deren Einspeisevergütung demnächst ausläuft und dann den Strom lieber selber nutzen wollen. Das Besondere hierbei ist, dass die Wallbox vollkommen unabhängig ist von einem verwendeten Wechselrichter, wie zum Beispiel SMA, Fronius oder Kostal, welche an der PV-Anlage angeschlossen ist. Denn die Zappi misst direkt an der Stromleitung am Hauseingang zwischen Zähler und Verteilerkasten, also genau da, wo die Einspeisung in das öffentliche Netz erfolgt und erkennt dabei vollautomatisch, ob überschüssiger Strom produziert wird oder nicht. Und das hat MyEnergy mit der Zappi wirklich einfach und unkompliziert gelöst. Dabei verwendet die Zappi spezielle Stromsensorklemmen, nennen sich bei MyEnergy und bei uns auch im Onlineshop CT-Klemmen, die jeweils um eine der drei Phasen geklippt werden. Die Klemmen erkennen und messen über Induktion, ob Strom eingespeist oder entnommen wird. Diese Informationen werden mittels eines angebrachten 5 Meter langen Kabels an die Zappi übermittelt. Sollte die Länge des Kabels nicht ausreichend sein, haben wir die Möglichkeit, per LAN-Kabel, also einem Cat7, bis auf 100 Meter zu verlängern. Oder ein optionales Funkmodul mit dem Namen Havi einzusetzen, zu dem ich aber später nochmal komme. Dabei werden aber bei einem dreiphasigen Laden je Phase, sprich je Stromleitung bzw. Ader, ein Stromsensor verwendet, die die Bezeichnung CT1, CT2 und CT3 tragen, welche entsprechend an die L1, L2, L3 Phasen angeklemmt werden. Ja, und hierbei kommt der CT1-Sensor
an die L1-Phase und der CT2 an die L2-Phase und so weiter. Diese Anschlusskombination könnt ihr euch im Übrigen auch gleich merken und eurem Fachelektriker vor der Installation mitteilen, da dieses zu den häufigsten Fehlerquellen gehört, die bei uns im Support aufschlagen, weshalb das PV-Überschussladen nicht auf Anhieb funktioniert. Und wo wir gerade bei Fehlerquellen sind, sollte das Stromnetz als rechtes Drehfeld eingerichtet sein. Das ist normalerweise Standard in Deutschland, aber es gibt halt hin und wieder immer noch Hausinstallationen, wo das halt einfach nicht stimmig ist. Und was auch noch eine wichtige Information wäre, ist, wenn du deine Zappi nur für ein einphasiges Laden angeschlossen hast, dementsprechend nur die eine Phase von einem Stromsensor überprüft wird. Grundsätzlich stehen uns drei unterschiedliche Modis zum Ladeverhalten zur Verfügung. Der erste Modus erlaubt der Zappi ausschließlich nur das Laden mit PV-Überschuss. Steht uns also keine Stromenergie zur Verfügung, schaltet die Zappi ab und das Elektrofahrzeug wird nicht geladen. Der zweite Modus ist eine Art Mischmodus, der die Zappi mit PV-Überschuss und Netzstrom gleichzeitig laden lässt. Hierbei wird ein fest definierter Wert vorgegeben und die Zappi mischt mit Priorität PV-Energie aus diesen beiden Energiequellen die vorgegebene Ladeleistung zusammen. Der dritte Modus ist PV-unabhängig. Dabei lädt die Zappi das Elektrofahrzeug mit einer vorgegebenen Ladeleistung, was quasi dem normalen Modus einer Wallbox entspricht, also unabhängig vom PV-Überschuss. Die Zappi verfügt über einen integrierten AC-DC-Fehlerstromschutz, der einen teuren FI-Typ B in der Hausinstallation überflüssig macht. Und damit sparen wir uns auch nochmal eine Menge Geld. Der optional erhältliche HAVI ist im Grunde die Funkverbindung der CT-Messsensoren zur Zappi, falls wir kein Kabel verlegen können, um die Informationen der Sensoren an die Zappi zu übertragen. Hierbei beträgt die Reichweite übrigens 30 Meter ohne Mauern, aber in der Regel haben wir die Erfahrung gemacht, dass für die meisten die Reichweite inklusive Mauerwerk vollkommen ausreichend ist. Eine eigene Stromversorgung benötigt der HAVI übrigens nicht, da er sich selbst über Induktion bei den Messsensoren mit Energie versorgt. Einige von euch kennen ja wahrscheinlich das kabellose Laden eines Handys, bei dem das Handy auf eine spezielle Kontaktfläche gelegt wird und dadurch kontaktlos geladen wird. Das ist nichts anderes als Laden per Induktion und genauso funktioniert es auch bei der HAVI mit der Zappi. Über den optional erhältlichen Hub, dem LAN-Anschlussmodul, der direkt per RJ45-Stecker an einen Router angeschlossen wird, erhält die Zappi einen Internetanschluss, wodurch zahlreiche neue Funktionen ermöglicht werden. Zum einen haben wir die Möglichkeit, per App die Zappi fernzusteuern und das von überall her. Und zum anderen, um aktuelle Ladeprozesse kontrollieren zu können oder uns sogar ältere Protokolldateien von Ladeprozessen anzeigen zu lassen, wie zum Beispiel den bisherigen Verbrauch oder die Ladezeiten. Es ist übrigens ausschließlich nur mit einem Hub möglich, per App auf die Zappi zuzugreifen. Es gibt keine Möglichkeit, per Handy, Laptop oder sonstiges direkt auf die Zappi zugreifen zu können. Man benötigt das Hub. Die Internetverbindung bietet uns im Übrigen einen weiteren Vorteil, da die Zappi je nach Einstellung sich die aktuellen Geräte-Updates direkt vom MyEnergy-Server herunterlädt und auch geräteseitig installiert. Somit bekommen wir in unregelmäßigen Abständen immer wieder neue oder verbesserte Funktionen auf unsere Wallbox gespielt. Und natürlich ist es selbstverständlich möglich, mehrere Zappis zu einem Lastmanagement zu verbinden. Genau genommen bis zu 6 Stück. Dabei lässt sich eine durch die Hausinstallation maximal zur Verfügung stehende Ladeleistung festlegen, die sich dann die Fahrzeuge untereinander dynamisch aufteilen. In einem Beispiel könnte das etwa so ausschauen, dass uns 11 kW Ladeleistung zur Verfügung stehen, die sich dann zwei Fahrzeuge teilen sollen. Dann haben wir je Fahrzeug eine Ladeleistung von 5,5 kW und bei drei Fahrzeugen ergibt es dann eine rechnerische Ladeleistung von 3,7 kW je Fahrzeug. Das Ganze natürlich nur bei einer auf 11 kW gedrosselten Wallbox. Bei einer mit 22 kW betriebenen Wallbox verdoppeln sich dementsprechend auch die Werte. Die MyEnergy Zappi kann problemlos im Außenbereich verwendet werden, da sie über die Schutzklasse IP65 verfügt und somit wetterfest
gebaut wurde. Eine weitere Besonderheit der Zappi ist es, dass sie über einen PIN-Code direkt an der Zappi am Display gesperrt oder entsperrt werden kann. Bei vielen anderen Wallboxen ist dies meist nur durch ein optionales Zubehör und deren Einbindung an einen potenzialfreien Kontakt möglich. Die Zappi bietet auch hier wieder mal ein weiteres Extra. Grundsätzlich ist die Zappi förderfähig nach den Bedingungen der KfW 440-Richtlinien. Aber Achtung, diese Wallbox verfügt standardmäßig über eine Leistungsklasse von 22 kW und muss daher vom Fachelektriker bei der Installation dauerhaft auf die Ladeleistung von 11 kW gedrosselt werden. Diese Drosselung erfolgt über ein erweitertes, passwortgeschütztes Menü direkt in der Wallbox selbst. Anschließend steht aber der Förderung dann nichts mehr im Wege. Die Zappi steht in vier unterschiedlichen Produktvarianten zur Verfügung. Zum einen wird sie mit einem fest angeschlagenen, also einem fest installierten Typ 2 Ladekabel mit einer Länge von 6,5 Metern oder einer Typ 2 Steckdose ausgeliefert. Die weiteren zwei Varianten unterscheiden sich in der Farbgebung, bei der wir uns je nach Vorliebe für ein helles oder ein dunkles Design entscheiden können. Hierbei sind nicht nur die Gehäuse farblich abgesetzt, sondern auch der Stecker des fest verbauten Typ 2 Ladekabels. Solltest du noch weitere Fragen zu der MyEnergy Zappi haben, dann stell sie doch einfach unten in die Kommentare. Ich werde diese zeitnah mit meinem Expertenteam im Hintergrund hier auf dem Kanal beantworten. Ansonsten würde mich auch deine persönliche Meinung zu der Zappi interessieren und auch, warum du dich speziell für dieses Gerät interessierst und warum gerade dieses Gerät für dich speziell auch in Frage kommen würde. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen bei dieser Folge und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Robert von Energielösung.